Moin, Rüdiger Fuchs, Pastor in Grube aus Holstein. Wir sind miteinander unterwegs zu der Frage, wie ist Gott, Teil 24, das Vaterunser, in dem Jesus uns nahelegt, wie Gott ist, wie wir mit ihm reden können, was er für uns möchte. Und wir kommen jetzt zum absoluten Zentrum, zum Wichtigsten für Jesus in diesem Vaterunser, zu der Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gleich nach dem Vaterunser fügt Jesus hinten dran, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen, ihre Schuld verzeiht, wird euer himmlischer Vater euch auch verzeihen. Wenn ihr aber den Menschen nicht verzeiht, wird euer Vater euch auch nicht verzeihen. Also eine ganz schön gefährliche Bitte. Vater, geh mit uns so um, wie wir mit den Menschen um uns herum umgehen, die an uns schuldig geworden sind. Warum Jesus das so ernst nimmt, so wichtig nimmt und ins Zentrum stellt für unseren Glauben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kurzer Rückblick. Die Bibel erzählt mit Humor und Traurigkeit, wie schon die ersten Menschen waren. Gott hatte Adam die komplette Verantwortung übergeben für das Leben, für seine Frau, für die Tiere, für alles und hatte gesagt, auf dich kommt's an, auf dich zähle ich. Dann erfahren wir, wie im wundervollen Paradies Eva in ein Gespräch hineingezogen wird von der Schlange, von der Versuchung. Die sagt, du kannst selbst Gott sein, du kannst selbst wissen, was gut und böse ist, musst nur in diese Frucht hineinbeißen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Was wir auch sehen, Adam steht dabei und sagt nichts dazu und lässt seine Frau allein in dieser Diskussion und die Frau lässt sich über den Knick ziehen. Und dann sagt sie, Adam, beiß auch noch rein. Wieder Adam, wortlos, beiß auch rein in den Apfel oder in die Frucht jedenfalls. Und beide haben damit gegen die Warnung Gottes verstoßen, genießt alles im Garten, nur nicht dieses eine. Versucht niemals Gott zu spielen. Versucht nicht zu entscheiden, was gut und böse für das große Wunderleben ist. Das könnt ihr nicht. Wenn ihr das tut, kommen Leid und Tod über die Welt. Ja, die Menschen hatten es getan. Nun gibt ihnen Gott aber noch eine Chance. Er stellt eine Frage. Adam, warum bist du deiner Verantwortung nicht gerecht geworden? Warum hast du das so weit kommen lassen? Ich war's nicht. Erstens, du hast eine Frau geschaffen. Zweitens hast du sie mir gegeben und drittens, die war's. Also Gott, du bist schuld, Eva schuld, ich auf keinen Fall. Gott wendet sich an Eva. Sag mal, warum hast du das Ding mit der Schlange durchgezogen und in den Apfel gebissen? Eva, ich? Nee, das war ich nicht. Die Schlange hat mich dazu gebracht. Ja, und damit sind wir an dem Punkt, warum es nicht besser werden kann in der Welt. Die Menschen schaffen es nicht, ihre Zacke stolz außer Krone zu brechen und zu sagen, ich habe Mist gebaut, vergib mir, sondern sie schieben die Schuld ihrer Kindheit, dem Schicksal, anderen und wie auch immer in die Schuld, den Politikern und so weiter, nur nicht sich selbst. Und dadurch kommt die Schuld nicht aus der Welt, sondern sie wird immer größer, die Schuld gegen das Leben, gegen die Schöpfung, gegeneinander, gegen Gott. Also sagt Jesus, wer mit Gott wieder zusammenkommen will, schafft das nur, indem er anders handelt als die ersten Menschen und alle Menschen und wie wir es kennen. Vergib mir oder als Gemeinde vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dafür hat Jesus dann sogar das Abendmahl eingesetzt und hat gesagt, dafür bin ich in die Welt gekommen, dafür werde ich sterben. Dass dieser eine Weg zum Himmel wieder offen ist. Schuld nicht mehr abstreiten, nicht mehr beschönigen, nicht mehr unter den Teppich kehren, nicht mehr anderen in die Schuhe schieben, sondern Schuld bekennen, benennen und sagen, das Problem muss aus der Welt. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, dies ist mein Leib für euch gegeben, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte Gott, gab ihnen den und sprach, nehmt hin
und trinket alle daraus. Das ist ein tolles Wort. Alle. Jesus will alle Menschen zurück zu Gott bringen. Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund, den Gott stiftet durch mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nicht mehr Gott schlägt zurück, nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn, zur Vergebung der Sünden. Und solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Bisschen Lutherdeutsch eben. Aber darum geht es, Jesus. Wenn wir das beten, tut sich der Himmel auf. Zu Gott verschwinden die Gräben zwischen Menschen und kommen wir selbst innerlich zum Frieden. Vater, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gott segne uns zu diesem mutigen Glauben, der nichts mehr abstreitet, sondern Verantwortung übernimmt und sich Vergebung erbittet, wenn es schief läuft. Und bei Gott darf man Fehler machen, das ist eine tolle Sache. Und immer wieder neu anfangen, denn er liebt uns am meisten, wenn wir es am wenigsten verdienen, weil wir ihn dann am nötigsten haben. Solch ein tolles Gottesbild wünsche ich dir.